Ja, wunderbar. Die Teilnehmerzahl erhöht sich. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und begrüße Sie zu diesem Webinar, die neue Linienanordnung in Dialux Evo 9. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Atemide, die uns hier freundlich unterstützt, dass wir dieses Webinar durchführen können. Mein Name ist Ariane Ignazak. Ich bin Lichtplanerin bei Dial seit Ende 2015. Ja, und als Trainerin natürlich auch hier tätig, um die ganzen Seminare hier vorzustellen. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen mit dem Ablauf. Das wäre erstmal das Erste, was ich ganz gerne noch vorstellen möchte. Also wir haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Ich würde ganz gerne anhand eines Projektes die Vorstellung der Linienanordnung zeigen. Also wie sieht überhaupt dieses ganze Tool aus? Und natürlich auch direkt die Anwendung hier in so einem Projekt mit der Büroanwendung. Und dazu aber auch nochmal dann nachträglich einmal in die Dokumentation wechseln, weil wir dort natürlich auch dann diese Anordnung nochmal wiederfinden. Das würde ich auch ganz gerne noch einmal erklären, wie Sie da diese Informationen dann nutzen können und auch eben dokumentieren. Dann zum Schluss würde ich ganz gerne noch offene Fragen klären, die vielleicht bis dahin eben noch nicht dann ja, geklärt wurden und Ausblick auf die ja, neue Version oder das Update, die 9.1 geben. Das wird auch schon Ende August sein. Ja, und dann auch noch mal gerne auf die Verlosung hinweisen von Atemide selber. Genau. Zu Anfang bitte auch noch einmal ganz, ganz wichtig: Wir haben jetzt einen Live-Chat während dieses Webinars. Das heißt, ich habe zwei Kollegen von uns dabei, die Fragen rund um Dialux beantworten. Und außerdem haben wir auch noch zwei Kollegen von Atemide dabei. Die möchte ich auch ganz kurz einmal vorstellen. Ja, scheint jetzt gerade irgendwie nicht zu gehen, dass Sie sich einblenden können. Also wir haben auf jeden Fall einmal als Ansprechpartner den Herrn Reimer. Er ist Leiter der Lichtplanung bei Atemide und den Herrn Rommerskirchen aus dem Bereich Marketing und Kommunikation. Also da können Sie dann sehr, sehr gerne einfach auch produktspezifische Fragen stellen und die beiden Herren werden es dann direkt mit beantworten. Ah, jetzt tut sich was. Da sind die beiden. Genau, guten Morgen. Genau, Guten Morgen einmal der zusammen in Herr. die Runde. Schöne Grüße aus Brandenberg. Genau, Und Herr Reimer, wenn Sie vielen Fragen Dank und haben, Herr melden Sie sich Rommerskirchen. gerne. Wir stehen bereit. Okay, ja, super. Gut, danke schön. So. Genau, das heißt, wir legen los. Ich würde ganz gerne ja, das Projekt einmal vorstellen, an dem ich die Linienanordnung dann zeige. Und zwar haben wir hier ein ja, kleines Büro ja, im oberen Bereich, also im zweiten OG, das wir dann gleich planen wollen. Und ja, wie ich da die Linienanordnung vorstelle. Ich würde nur ganz gerne noch einmal kurz eine Umfrage direkt starten, damit ich auch mal einen Eindruck habe, wer hier alles zuhört. Deswegen ganz gerne bitte ich Sie einmal mir zu beantworten, wie lange Sie schon in der Lichtbranche tätig sind. Und ja, weniger als ein Jahr, 1 bis 5 Jahre oder sogar über 5 Jahre. Weniger als ein Jahr haben wir noch hier drin. Ich muss das mal einmal ganz kurz ein bisschen größer machen. Das sind hier 10%. Dann haben wir 1 bis 5 Jahre 27% und 63% mehr als 5 Jahre. Also das sind die alten Hasen in der Branche, so wie ich auch mittlerweile mit 15 Jahren Erfahrung. Ja, super, vielen Dank. Aber auch natürlich ein herzliches Dankeschön an die 10%, die weniger als ein Jahr dabei sind. Ich freue mich, dass Sie schon Dialux Evo nutzen oder zumindest Interesse haben. Sehr gut. Okay. So. Genau, dann machen wir hier weiter. Ich würde ganz gerne eben hier einmal schon erst den ersten Schritt machen in das zweite OG, um dort diese Situation zu erklären. Also ich habe jetzt ja, mehrere Produkte, die wir anwenden. Einmal Alphabet of Light, das werde ich später im Foyer auch nochmal zeigen, und das System A24. Und ich habe mich jetzt hier schon so vorab für die Einbauvariante entschieden und deswegen schon bereits so ein bisschen diese Tragschienen angedeutet, die ich nutzen möchte, um das Licht ja richtig zu positionieren. Außerdem habe ich schon in den Ecken, also oder gesagt, die Ecken mal abgerundet mit dem System. Es gibt eben auch Kurven und Bögen in verschiedenen Radien und Längen. Und ja, sozusagen hier auch nochmal gerichtetes Licht kann dann damit eingesetzt werden.
Und ich fand es ganz schön, jetzt hier mal in dieser Situation es etwas anders zu machen, um die Ecken aufzuhellen. Genau, so. Das heißt, ich habe das vorbereitet. Die Tragschiene ist jetzt erstmal aus Objekten erstellt. Vorteil von dem System ist natürlich, es gibt es auch als eine Pendellösung. Das heißt, wenn wir das Ganze abpendeln würden, gibt es diese Schiene auch mit indirektem Lichtanteil, könnte man natürlich nochmal nehmen, um die Decken dann weiter aufzuhellen. Ich fand es jetzt nur hier in dem System oder in diesem Beispiel mit Einbau, mit der Einbauvariante besser. So, das heißt jetzt im ersten Schritt muss ich natürlich auch die Produkte in mein Programm bekommen. Das möchte ich auch ganz gerne einmal kurz vorstellen. Das heißt, ich gehe mal auf die Homepage. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können es natürlich von der Homepage laden oder auch durch diesen Online- oder das Plugin, den Leuchtenkatalog, tatsächlich über die Suche hier unten oben. Oder ich gehe weiter nach unten auf Architectural Indoor und gehe weiter. Dann kommen im Grunde schon die ganzen Produktvorschläge auch anhand der Bilder. Und hier haben wir das A24-System, also ein Profil im Grunde mit nur 24 mm Breite. Und hier sieht man das ganz schön, dass es verschiedene Elemente gibt. Also eben gerichtetes Licht, das nennt sich hier Sharping von Artemide. Dann diese diffusen Einsätze, die benutze ich jetzt auch gleich dann für die Bürobeleuchtung. Und natürlich eben ist dieses Tragschienensystem auch möglich, ja sozusagen hier als magnetische Stromschiene, dass man auch die Strahler hier flexibel platzieren kann. Das ist im Grunde dann hier auch nochmal der Fall. Gut, dann würde ich auf Diffused gehen. Und dann gucken wir nochmal weiter. Es dauert gerade einen Moment. Nochmal klicken, genau. So, dann sieht man es. Jetzt können wir weiter runtergehen. Interessant übrigens auch bei dem Profil, dass wir hier bis zu 14 Meter lang planen können, über Decke und Wände, über Ecken und Bögen. Also das ist schon ziemlich spannend. Ich gehe jetzt auf weißes Profil, Einbauleuchte. Und da ich natürlich vorbereitet war und das Ganze schon einmal durchgespielt habe, passt sehr, sehr gut in dem Büro die Länge von 1,17 Meter. Deswegen klickt man natürlich auch mal da drauf. Dann 3000 Kelvin als ähnlichste Farbtemperatur und am Ende bleibt eigentlich erstmal nur hier dieses eine Produkt als Vorschlag. Wir können das Ganze ja runterladen mit einem Datenblatt oder auch ganz direkt eine ZIP-Datei mit allen Informationen laden, gegebenenfalls auch als Favorit abspeichern. Ich gehe aber mal direkt aufs Produkt hier und weiß eben auch, dass dort eine ULD zu finden ist. Wenn wir da einfach mal draufklicken, sage ich jetzt öffnen. Und dann sollte es im besten Fall im Projekt landen. Jetzt gucken wir einmal. Genau, da ist es jetzt im Vorschaufenster. Das ist wiederum ganz wichtig, dass wir hier dieses Produkt auch wirklich drin haben. Die andere Möglichkeit wäre jetzt eben über Auswählen, Kataloge und das Plugin zu benutzen. Das zeige ich dann jetzt gleich aber auch nochmal. Wichtig wäre mir jetzt erst einmal hier tatsächlich die Linienanordnung zu zeichnen. Genau, Linienanordnung zeichnen. Im ersten Moment ist es eigentlich noch gar nicht wirklich ja, ersichtlich, dass da jetzt was Neues passiert ist. Eigentlich wirklich erst, wenn wir da draufklicken. Und wir sehen jetzt auch, dass an der Maus so ein kleiner Strich ist, dass sie aktiv ist. Ich könnte also direkt auch loslegen und die Linienanordnung zeichnen. Was aber jetzt eben neu ist, finden Sie hier unterhalb des Leuchtenbildes, sage ich mal, dass wir verschiedene Möglichkeiten für diese Anordnung der Linie haben. Also das ist praktisch hier ganz neu integriert. Ich gehe einmal in die Grundrissdarstellung für dieses Büro und ja, muss jetzt nochmal auf Linienanordnung zeichnen gehen. Und hier gibt es jetzt eben zwei Möglichkeiten. Wenn man mit der Maus mal so darüber geht, dann wird es Ihnen auch noch erklärt. Also Platzierung nach Anzahl oder eben auch nach Abstand. Und in meinem Fall möchte ich jetzt ganz gerne hier erstmal direkt über den Tischen mein diffuses Lichtband oder diese Lichtlinie einfach anordnen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht nach Anzahl, weil ich nicht weiß, wie viele passen tatsächlich hier rein. Ich messe das nicht nach, sondern in dem Fall gehen wir jetzt einfach mal auf Platzierung nach Abstand. Und jetzt können wir hier sehen, dass wir einmal den Abstand in Metern definieren können. Oder auch in Leuchtenlängen. Also wenn ich hier mit der Maus mal drüber gehe, dann sehen Sie, dass dort Leuchtenlänge 1,17 Meter tatsächlich hier zu finden ist. Und das ist auch gleichzeitig hier unterhalb des Bildes. Also Sie finden eigentlich die Längenangabe auch sowieso immer hier unterhalb im aktiven Fenster.
Ja, und dann können wir natürlich noch sagen, wie sollen denn diese Abstände definiert sein? Also von Leuchtenmitte zu Leuchtenmitte. Das würde ich zum Beispiel bevorzugen, wenn es kleinere Leuchten sind, zum Beispiel Downlights oder so etwas. Oder möchte ich eher so von Kante zu Kante das Ganze planen? Das ist sehr interessant auch für Industrieprojekte, wo zum Beispiel wirklich große, lange Lichtbänder zu planen sind. Oder aber jetzt auch hier in dem Part für das Büro, dass wir da diese diffuse Lichtlinie zeichnen. Das heißt, ich wähle auf jeden Fall Kante, Kante und dann eben keinen Leuchtenabstand, also null, weil ich eben möchte, dass die Stoß an Stoß sitzen. Des Weiteren haben wir dann hier noch die Möglichkeit, das Ganze zentriert anzuordnen. Also ich ziehe die Linie auf und bekomme dann einfach eine gleichmäßige Aufteilung jetzt hier. Also dass es links und rechts den gleichen, ja, Abstand nochmal hat zum Start- und Endpunkt. Oder das erste Objekt soll sozusagen mit der Kante, oder die erste Leuchte soll mit der Kante hier auf dem Startpunkt beginnen. Oder eben der Mittelpunkt soll auf dem Startpunkt sitzen. Steht auch Objekt, weil wir das im Grunde genauso natürlich auch mit Objekten oder Möbeln machen können. Also auch dort finden Sie die Linienanordnung. Für mich persönlich hat sich sehr häufig herausgestellt, dass ich hier diese zweite Variante wähle, dass ich praktisch die Kante definiere meiner ersten Leuchte. Und ja, dann kann ich jetzt hier einfach mal anfangen und möchte gerne hier sozusagen bei diesem Profil andocken. Deswegen klicke ich hier mal und setze den ersten Punkt und kann das Ganze jetzt aufziehen. Was ich jetzt schon mal sehe, ist, dass wir einen Startpunkt und auch einen Endpunkt haben. Also hier, wo ich weiter aufziehe, ist praktisch jetzt das Ganze mit so einer Pfeilspitze definiert. Das heißt, jetzt muss ich gerade mal eben schauen. Ja, doch, alles in Ordnung. Genau, weil gerade habe ich hier gesehen, dass der Ton anscheinend weg ist. Aber ich glaube, das war jetzt nur ein Einzelfall. Okay, also das heißt, ich habe jetzt, während ich diese Linie noch nicht fixiert habe, einen Start, einen Endpunkt, den ich beliebig hier aufziehen kann. Ich sehe die Winkelangabe oder auch sozusagen die Länge der Linie, die ich gerade hier aufziehe. Das können Sie übrigens mit der Tab-Taste auch hier direkt überschreiben. Wenn zum Beispiel jetzt diese 90 Grad irgendwie immer wieder krumm werden sollten, weil Sie vielleicht eine unruhige Hand haben, dann kann man das einfach eingeben, mit Enter bestätigen und dann bleibt auf jeden Fall schon mal diese 90 Grad auch fixiert. Ja, das ist also auch nochmal eine sehr gute Erleichterung für die Planung. Ja, und je länger ich jetzt sozusagen diese Linie aufziehe, wir sehen es, dass wir da diese quadratischen oder orange gestrichelten quadratischen Formen bekommen. Das ist sozusagen eine Vorschau dessen, wie viele Leuchten platziert werden. Also aktuell hätte ich jetzt hier drei und wenn ich jetzt noch ein Stück weitergehe, kommt die vierte Leuchte. Es ist eine Linie, klar, aber dieses große Feld, das ist jetzt eigentlich sozusagen eine Umrahmung der LVK. So muss man es eigentlich sagen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt hier so etwas breiter und größer dargestellt. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt auch 0 Meter Abstand zwischen den Leuchten habe, sieht man es schon, dass sie sehr nah aneinander sitzen. Und ich bekomme einen Eindruck, eben wie viele Leuchten tatsächlich passen. Wenn ich das Ganze nochmal größer ziehe, würde auch irgendwann die fünfte, sechste und so weiter Leuchte kommen. Ich habe das ja schon vorbereitet. Also wir haben hier meine Tragschiene. Das heißt, ich muss eigentlich nur bis hier vorne hin. Dann klicke ich ein weiteres Mal und ja, die Linie ist gesetzt. Und was parallel immer noch sehr schön ist jetzt, was auch, finde ich, wirklich ein Riesenvorteil ist, dass das Arbeiten leichter wird, dass diese Linie immer komplett erstmal aktiv ist und ich sie sofort bewegen kann. Ich weiß das aus vielen Seminaren, dass die Leute das manchmal ein bisschen nervig finden, dass man hier oben immer auf Verschieben gehen muss. Das heißt also, wenn ich jetzt daneben klicke, ist diese Linie deaktiviert. Wenn ich draufklicke, ist sie sofort komplett aktiviert und man sieht, wenn ich mit der Maus dahin wandere, dass sie ja so ein Fadenkreuz bekommt. Das heißt, ich kann sofort diese Linie greifen und schieben, ohne oben rechts jetzt auch verschieben gehen zu müssen. Des Weiteren haben wir immer einen Mittelpunkt angegeben. Ich hoffe, das sieht man hier. Also in grün und rot ist das so ein kleines Kreuz. Das bedeutet wiederum aber, das ist der Mittelpunkt der Linie. Also wenn ich mal etwas anderes aufziehe, das mache ich gleich nochmal im Beispiel, dann kann sich dieser Mittelpunkt natürlich auch etwas asymmetrisch zu den Leuchten verhalten. Also ich mache es einmal, wenn ich jetzt nochmal auf Linienanordnung zeichnen gehe, das ist erstmal noch ein sehr, sehr gute, ja auch nochmal eine gute Situation, dass die Entwickler auch entschieden haben, dass die letzte Einstellung übernommen wird. Also ich könnte jetzt diese Art von
Linienanordnung x-mal setzen, flexibel. Das ist wirklich super. Ich mache das jetzt einfach mal hier unterhalb, dass Sie sehen, was ich meine, was dieser Mittelpunkt sein soll von der Linie. Also wenn ich jetzt so meine Linie setze, dann ist eben die Linie ja bis hier vorne zur Pfeilspitze von der Länge her und wir haben den Mittelpunkt nicht mittig zwischen den Leuchten. Das will ich damit sagen. Aber auch das kann ja interessant sein, eben als Information, dass Sie auch nach wie vor hier einen Mittelpunkt haben. Sollte das dann der Wunsch sein, dass es ganz mittig kommt, setzt man das Ganze einfach hier etwas zurück. Also ich kann auch jederzeit Start- und Endpunkt anklicken und den auch aufziehen oder kürzen sozusagen. Ja, und was noch außerdem ist, ich ziehe sie noch mal länger. Wir haben immer noch parallel zu jeder Leuchte eine andere weitere Achse, also eigentlich diese Mittelachse der Leuchte. Und da können wir auch klicken. Wenn ich hier mit der Maus hingehe, können Sie sehen, dass sich die Maus auch noch mal verändert. Und das ermöglicht mir auch direkt ohne noch weiteres Klicken hier oben bei den Tools, dass ich die Leuchten einzeln jeweils auf der Linie verschieben kann. Vielleicht ist mal eine Stütze im Weg oder wir haben ein Oberlicht und ich muss Leuchten versetzen oder einen Unterzug. Und dann können Sie praktisch hier je nach Wunsch die Leuchten selber nochmal richtig positionieren. Ja. Des Weiteren, wenn es verändert wird, auch wiederum hier Maßangaben. Das finde ich auch noch wieder eine gute Hilfe, dass wir da immer diese Information haben. Sollte das mal nicht gewünscht sein, können wir natürlich jederzeit hier oben einfach auf das Symbol klicken, dass die Linie wieder deaktiviert ist. Man sieht dann mehr die Gruppe, könnte die natürlich auch komplett bewegen, jetzt wie man es kennt, oder rotieren. Oder aber auch einfach etwas ranzoomen, nur auf das Gehäuse der Leuchte klicken, um auch eine einzelne Leuchte vielleicht nochmal anders zu setzen oder zu löschen. Also auch das ist dann hier wiederum machbar. Aber im ersten Klick oder beim ersten Klick ist immer erst einmal die gesamte Linie hier, dass sie die Priorität hat. Und außerdem, wenn wir nochmal auf der linken Seite gucken, haben wir hier auch immer eine Angabe darüber, wie viele Leuchten jetzt sich auf dieser Linie befinden. Ja, auch das ist überarbeitet, dass man hier, wenn man nochmal manuell etwas löscht, dass wir dann hier immer die gesamte Summe auf der Linie finden können. Okay, so, die lösche ich jetzt aber nochmal raus. Und dann der wichtigste Schritt für mich auch immer, einmal in 3D schauen, sitzen die Leuchten tatsächlich bündig? Weil ich habe jetzt eine Einbauleuchte gewählt. Es kann durchaus immer mal passieren, dass manche Daten nicht ganz 100% korrekt sind. Deswegen bitte immer prüfen, ist die Leuchte wirklich bündig mit der Decke, nicht zu tief in der Decke oder vielleicht sogar eher unter der Decke positioniert. Hier passt es ganz gut. Ja, und dann natürlich können wir auch die LVK einblenden, wer das auch noch mal gerne sehen möchte. Hier sehen wir eben haben wir den Eindruck von der diffusen Lichtverteilung und ja, können das Ganze dann im Grunde hier ganz gut so planen. Ja, da ich gesagt habe, dass die Einstellung übernommen wird, kann ich jetzt einfach noch mal eine Linienanordnung zeichnen. Ich habe ja immer noch das gleiche Produkt hier ausgewählt, kann jetzt auch noch mal hier an diese Position gehen, die Leuchten aufsetzen und positionieren und im Grunde auch jetzt hier an dem Tisch auch nochmal. Der andere Weg wäre natürlich zu sagen, ich kopiere das Ganze, könnte man auch mit Rechtsklick zum Beispiel kopieren und einfügen oder mit den Tasten STRG-C, STRG-V und dann das Ganze an die gewünschte Stelle schieben. Je nachdem, hier könnte man natürlich noch die Punkte ein bisschen nach oben setzen, dass es wirklich hier angrenzt. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten, während Sie schieben, haben Sie die Snap-Funktion auch deaktiviert und können das hier wirklich so perfekt punktgenau angrenzen. Wenn es ganz penibel ist, dann können wir das eben hier auch noch machen. Genau, so, das wäre also erst einmal die erste Linienanordnung, die Variante nach Abstand und ich halt jetzt in dem Fall mit 0 Meter. Aber eben das Tolle ist auch wirklich, wenn man jetzt nicht genau weiß, wenn das so krumme Längen sind, auch jetzt hier mit den 1,17 Meter, wenn ich jetzt eine halbe Leuchtenlänge bräuchte, dann ist das immer nervig gewesen, früher das ausrechnen zu müssen. Und jetzt können Sie hier auch einfach 0,5 Leuchtenlängen eingeben und dann wird das automatisch hier von der Software übernommen und ja, Sie haben da gar nicht mehr diese ganzen Umstände. Das ist eine super Sache.
Ja, absolut. Nochmal kurz ein Blick hier auf die Position oder eher gesagt auch Montagehöhe. Das ist nochmal hier unterhalb zu finden. Einbauvariante, dass man da auch nochmal schaut. Gegebenenfalls, wenn es jetzt eben eine Pendelvariante ist, kann man natürlich auch hier die Höhenangaben noch verändern. Genau. So, das ist der erste Part. Ich würde ganz gerne noch einmal eine Umfrage starten, bevor ich dann jetzt gleich die Variante mit den, mit der Anzahl auf der Linie zeige. Deswegen gucken wir jetzt hier nochmal, ob Sie denn das auch schon mal ausprobiert haben. Also, haben Sie schon Dialux Evo 9 ausprobiert? Also, die alten Hasen gerade, würde ich ganz gerne einmal wissen. Ja, super, perfekt. Also ich übertrage das auch nochmal. Also 87% ja und 13 noch nicht. Also vielleicht nach diesem Webinar, ich würde mich freuen, einfach mal installieren. Oder vielleicht sind es ja auch noch Dialux 4 User. Sie können natürlich auch beide Programme installiert haben. Trauen Sie sich ruhig. Gut. So, dann mache ich jetzt noch weiter und hole mir nochmal den Vektorspot auch von der Homepage eben, wenn wir das nochmal einmal eben zeigen, könnten wir natürlich auch hier oben einfach mal eingeben, weil der soll auf meine Tragschiene, auf die Magnetic, also er hat die Eigenschaft eben auch magnetisch da sozusagen, ja, magnetischer Adapter, sage ich mal, für die Tragschiene, White. Und jetzt muss ich gerade überlegen, 20 Grad, 3000 Kelvin, das war so mein Wunschprodukt. Genau, dann holen wir uns das auch nochmal rein, ULD. Immer am besten natürlich für repräsentative Produkte, Projekte, nehmen Sie bitte die ULD, nicht die LDT-Datei, einfach um das Ganze noch realer abbilden zu können. So, schauen wir mal, da ist er. Ja, und jetzt möchte ich noch nach Anzahl das Ganze mal definieren. Das heißt, ich habe meine Leuchte ausgesucht, gehe auf Linienanordnung zeichnen, stelle das Ganze um auf Anzahl und jetzt sage ich mir mal, ich möchte ganz gerne hier so ein Spot auf die Tische richten, einmal auch einen auf die Kommoden und nochmal hinten auf die Tische. Das heißt, es wären eigentlich drei. Deswegen gebe ich jetzt hier vorab drei ein und ich mache mal im ersten Step zentriert innerhalb, weil ich das mal so Kante an Kante plane. Man weiß ja oft noch nicht so richtig, wie die perfekte Position ist. Hier auch der Tipp, wenn Sie links klicken und gedrückt halten, dann kann ich erst einmal noch meinen Punkt ja, definieren und gegebenenfalls noch ein bisschen schieben, wo er hin soll. Hier lasse ich dann erst los und hier auch kann man so die Kanten nachfahren und dann erstmal hier klicken, um mal so grob zu gucken, wo sitzen die Leuchten. Die beiden sind gar nicht schlecht. Die hier vorne werde ich noch mal ein Stück zur Seite nehmen. Und dann haben wir hier auch die Spots gesetzt. Da sehe ich, die sind etwas niedrig. Kannst du noch mal etwas nach oben bewegen, an die Schiene dran. Und hier auch noch mal Anzeigeoptionen nutzen, Lichtvisualisierung einblenden. Wenn wir jetzt einen Spot anklicken, kann ich den nämlich auch wunderbar hier ausrichten. Die Leuchte hat auch eine Gelenkfunktion, das heißt hier das dritte Tool, wenn wir da nochmal reingehen und die Leuchte anklicken, bekommen wir hier ein Gelenk dargestellt oder eine andere Achse, wo wir rotieren können. Und dann sehen wir auch, dass wir das Ganze hier schon sofort so Richtung Tisch einfach setzen können. Machen wir das mal noch ein bisschen weniger vielleicht, minus 8 oder minus 10 Grad, nicht ganz so viel. Nicht perfekt auf dem Kopf irgendwie leuchten und blenden. Und dann können wir das auch hier direkt so übertragen. Da ist auch ein Tipp, wenn Sie mehrere Leuchten auf einer Reihe haben, Sie könnten auch erst einmal nur eine Leuchte platzieren, dafür den Winkel eingeben und dann hier oben für die gesamte Linie, wenn die nochmal aktiviert ist, einfach die Stückzahl erhöhen und dann haben alle folgenden Leuchten auf der Linie die gleiche Rotation. Das geht auch. Genau, das wäre jetzt sozusagen hier einfach Planung nach Anzahl. Ja, vielleicht auch für Korridore gut geeignet, nochmal komplett, dass man dann eine Vorschau bekommt. Man definiert die Anzahl auf der Linie. Ich kann es auch nochmal hier übernehmen. Also auch hier wird sich gemerkt, dass ich drei Stück hatte. Würde ich jetzt hier zum Beispiel klicken, egal wie weit die Linie aufgezogen wird, es bleiben drei Leuchten auf dieser Linie.
Nur der Abstand ändert sich dann in dem Moment flexibel. Also probieren Sie das gerne aus, das Ganze anzuwenden. Okay. Gut. So, ich würde sagen, das passt soweit. Ich gucke nochmal schnell, ob ich noch was vergessen habe. Das passt. Genau. Ich würde dann sofort schon einmal das fertige Projekt zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Auch unten haben wir Produkte eingesetzt. Das Alphabet of Light System ist eben auch nochmal flexibel. Und man kann natürlich gerade in so Foyers sehr, sehr schöne, ja, Lichtinstallationen schaffen. Wir haben auch noch runde Pendelleuchten hier mit integriert, um dieses große Foyer einfach auszunutzen und das Ganze, ja, interessanter zu gestalten. Hier vielleicht nochmal kurz das Plugin gezeigt. Wenn wir da auf Artemide gehen, ganzen Katalog einmal öffnen. Finde ich nämlich hier noch sehr schön, dass wir direkt auch vom Alphabet of Light alle Buchstaben und Zahlen finden können. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere gerade schon in meinem Verlauf gesehen hat. Ich habe mir das natürlich auch mal als Favorit abgespeichert. Kleines Bilderrätsel oder Worträtsel. Also ich könnte natürlich auch Dialogs damit schreiben. Fand ich irgendwie ganz witzig. So, jetzt müsste der Katalog eigentlich auch geöffnet sein. Irgendwo im Hintergrund, da. Ich kann nach Name suchen und gebe jetzt einfach mal Alphabet ein. Und hier haben wir nämlich tatsächlich alle Buchstaben in groß und klein geschrieben, direkt als eine Leuchtendatei und es kann komplett an Dialogs übergeben werden und damit dann, ja, gestaltet werden. Es gibt auch noch lineare Systeme und Bögen, damit ist das hier unten dann entstanden. Okay, ja, und oben berechnet haben wir das Ganze natürlich auch. Wenn wir da uns das nochmal anschauen, ein paar Spots an den Wänden, auf den Tischen, das System diffus, also eine sehr angenehme und abwechslungsreiche Bürobeleuchtung. Stromschienenstrahler könnten je nachdem flexibel hier an der Schiene einfach, ja, versetzt werden. So, dann natürlich noch den Blick in die Dokumentation. Das möchte ich gerne noch einmal machen. Und zwar da ganz gerne einmal den Lageplan von unserem Büro. Das finde ich noch ganz wichtig. Office, gerade mal eben gucken, wo sind wir? 2.1. Dauert einen kleinen Moment. Da ist es. Also die Zusammenfassung. Auch hier nochmal der Tipp. Wechseln Sie das Format. Das bietet sich hier perfekt an, um auf Querformat zu gehen, um das Ganze nochmal abzubilden. Wir sehen die Leuchten. Über die Konfiguration können Sie auch Wertegrafik und so weiter ausschalten. Und eben der Lageplan, Leuchtenlageplan, der zeigt dann nochmal ganz genau die Anordnung. Finde ich auch sehr schön, dass das übernommen wurde. Sie können natürlich auch die, ja, wenn eine DWG existiert, diese im Hintergrund einblenden. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht, aber ich gehe auch mal auf Querformat und über Konfiguration nochmal gerne, dass ich zumindest die Möbel einmal integriere. Zack. Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen besser aus. Man kann es besser, ja, verstehen, die Zugehörigkeit. So. Und hier sehen wir dann nämlich, die Leuchtenanordnung sind immer in einem Kreis, also A1, A5, A3. Hier sieht man, ich hatte natürlich vorher in dem anderen Projekt mal auch ein bisschen ausprobiert, deswegen ist die Nummerierung ein bisschen durcheinander. Wenn ich jetzt den Lageplan vom Grade von dem Projekt gezeigt hätte, dann ist es auch wirklich nacheinander durchnummeriert. Und wir sehen dann auf den nächsten Seiten immer die Information, also das Produkt, Artikelnummer auch im besten Fall. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel hier viermal die ja, diffuse Leuchte mit der 1,17 Meter. Und die gehören eben zur Leuchtenanordnung A1. Ja, dann sehen wir nochmal jeweils den Index der Leuchte, Montagehöhe, Position natürlich auch. Und sogar auch, wie die, ja, Auslegung dieser Linie war. Also ich habe jetzt eingestellt gehabt, Außenkante zu Außenkante und 0 Meter. Ja, also diese Informationen finden sich dann hier genau wieder. Wenn wir nochmal beim Spot schauen würden, wäre das genauso. Anordnung A2, jetzt Außenkante, Außenkante ist jetzt hier nicht ganz so spektakulär. Abstände sind ungleich, weil ich auf der Linie verschoben hatte. Und man sieht aber auch wiederum, welche Leuchten gehören dazu. Ja, und genau das können Sie mit dokumentieren.
später einfach sagen, speichern als und ja, die Dokumentation als PDF auswerfen. Gut, ich würde gerne dann nochmal eine letzte kleine Umfrage starten. Und zwar haben wir nämlich natürlich auch nochmal eine Frage zu Artemide. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also, welche dieser folgenden Leuchten haben Sie schon mal verwendet oder sind Ihnen bekannt? Also das System A39, die Leuchte Eckbord, Sharp, O oder Tretagono. Dankeschön. Dann übertrage ich das Ganze auch nochmal. Also 23% kennen das System A39, ist ähnlich wie dieses A24. 16% die Leuchte Eckbord oder auch ja, Leuchtenserie. Das ist auch mit dem Thema ja, Schallabsorption. Das kann noch interessant sein. Dann 19% Sharp, 13% O und 15% Tetragono. Tetragono ist noch für die Außenbeleuchtung. Okay, danke schön. Gut, so, dann habe ich das im Grunde alles schon soweit durch. Ich hoffe, dass, ja, eigentlich sehe ich es auch, sind reichlich Fragen gestellt worden. Ich würde ganz gerne natürlich noch mal kurz darauf eingehen, wenn jetzt noch etwas offen ist. Also, wenn noch Fragen da sind, die ich jetzt vielleicht noch persönlich beantworten sollte, dann können Sie das gerne jetzt auch noch mal stellen. Ich sehe jetzt auch die Fragen. Und natürlich parallel gerne immer noch an die Kollegen von Artemide. Oder auch, wenn nachträglich noch Fragen sind, können Sie auch gerne die Kollegen noch anschreiben oder sogar anrufen. Das haben Sie angeboten, dass Sie da gerne in Kontakt treten können. Also, ich warte noch mal einen kleinen Moment. Ich verändere die Position der letzten Leuchte am Rand der Linie. Wie kann ich erreichen, dass die erste Leuchte die Position gleichmäßig mitverändert? Ja, das ist schwierig. Ich habe schon öfter einfach dann tatsächlich nochmal die Leuchten gelöscht und die Linie nochmal neu aufgezogen, wenn ich dann wusste, wo das Ganze hin soll. Ja, das ist etwas, glaube ich, kann man auch nicht direkt ausprobieren, den Fall. Schauen wir mal. Also es wäre eine Linie aufziehen. Und dann, ups, jetzt ist die Frage weg. Ah, jetzt bin ich gerade ganz weg. Jetzt kommen nochmal da. Die erste. So, dann verändert man die letzte Leuchte. Also genau, jetzt habe ich natürlich symmetrisch innerhalb. Wenn wir jetzt das Ganze verschieben, dann breche ich in dem Moment den Automatismus. Das ist dann tatsächlich etwas schwieriger, das so auszulegen. Also ich würde fast vermuten, wenn das wichtig ist, wie man das Ganze hält, dann würde ich eher die Linie wieder so definieren, ja, welchen Bereich sie abdecken soll. Und wenn ich dann die Linie hier wieder schiebe, wird es wieder gleichmäßig eingeteilt, wenn ich hier auf der Ausrichtung zentriert bin. So würde ich es jetzt versuchen. So, dann haben wir nochmal, kommt das Webinar auf YouTube? Ja, wir werden das auch im Nachgang noch mitteilen. Sie bekommen nochmal eine E-Mail nach dem Webinar und wir werden das Ganze auch auf YouTube noch veröffentlichen. Genau. Okay, ich glaube, die meisten Sachen wurden bearbeitet. Deswegen, was haben wir hier noch? Ja. Okay. Nein, super. Dann sind da nicht noch großartig viele neue Fragen gekommen. Also ich sehe es zumindest jetzt hier nicht. Dann würde ich gerne abschließend noch einmal einen Ausblick geben auf die Dialogs Evo 9.1. Freue ich mich sehr, dass sie dann auch schon ganz zügig folgt. Und zwar die neue Feldanordnung ist da das große Thema. Das, was wir jetzt mit der Linie gemacht haben, sollte natürlich auch für die Feldanordnung dann gelten. Und das war natürlich nochmal eine größere Herausforderung, weil es nicht nur in eine Richtung geht, sondern wir haben plötzlich beide Achsen, also X- und Y-Achse. Und wir wollen darauf flexibel arbeiten können. Deswegen hat das Ganze ein bisschen länger gedauert und kommt jetzt eben in die 9.1. Ja, dann sind noch einige Dinge in der Dokumentation ergänzt worden, ein paar Inhalte, aber auch zum Beispiel nochmal Thema Deckblatt mit Logo, solche Dinge. Und auch, was mich sehr freut, dass das Layout noch richtig passend ist für die ganzen Bilder, die man einfügt, haben wir da das Handling auch verbessert, dass man dort die Ausschnitte selber festlegen kann. Also die Bildgrößen bleiben dann immer gleich auf den Bilder, auf den Seiten, aber Sie können die Ausschnitte perfekt wählen. Also direkt in der Dokumentation.
Ja, und dann haben wir noch eine neue Pro-Funktionalität, die werden wir dann auch mit der 9.1 rausbringen zum Thema Export. Das heißt, wir wollen verschiedene Datenformate oder Dateiformate zur Verfügung stellen durch diesen Export, dass man in anderen Programmen damit weiterarbeiten kann. Also die gesamten Inhalte aus Dialogs Evo kann man dann in PowerPoint weiter nutzen oder in Excel, weil man irgendwelche Tabellen hat, um zu kalkulieren und Angebote zu schreiben oder für eine Ausschreibung gegebenenfalls. Ja, oder auch in Word das Ganze noch irgendwie weiterzuarbeiten. Das wird sozusagen in die 9.1 noch alles dann kommen. Genau. Ja. Und abschließend die Verlosung einer Tolomeo-Table. Ich selber habe die Leuchte auch. Bin ich auch noch ganz stolz drauf. Ich mag sie einfach, ist ein Klassiker. Und die Kollegen von Artemida haben sich eben bereit erklärt, eine Leuchte zu verlosen, wenn sie sich für den Newsletter anmelden. Und bitte vergessen Sie einfach nicht, die Registrierungsnummer 2020 dort einzutragen. Dann sollte das klappen. Genau. Ja, und natürlich auch nochmal in unserem Sinne. Ich würde mich freuen, Sie mal hier persönlich begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie uns treu für Schulungen oder auch noch Webinare. Also wir werden nach wie vor immer noch natürlich auch online präsent sein. Aber auch wirklich die Seminare hier vor Ort, die sind schon wieder gut angelaufen. Wir haben alle Bedingungen jetzt erfüllt, dass wir hier wirklich Präsenzveranstaltungen machen können. Wir haben die Teilnehmerzahlen reduziert, um Abstände einzuhalten. Aber trotzdem sind die Seminare nach wie vor spannend und abwechslungsreich. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dafür auch mal entscheiden. Ja, und abschließend würde ich einfach sagen, wenn dann nichts mehr offen ist, ich sehe keinerlei Mitteilung mehr hier, dann bedanke ich mich ganz herzlich auch im Namen der Kollegen von Artemide. Wünsche Ihnen alles Gute und sage dann einfach mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.